Gut, es sind alle da, es ist alles aufgebaut, sehr schön. So, willkommen zu aus, oh, das ist ein schwieriger Titel, aus alt mach neu, mach alt, aus neu mach alt, aus neu mach alt. Und Till wird uns jetzt ein bisschen was darüber erzählen, wie man aus einem ESP32 so eine kleine Arcade-Maschine baut. Also, Dankeschön. Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Gut. Hört ihr das da? Hört man nicht. But we did. Shall we play, Doctor? Espresso? Also, wie man sieht, war jetzt nicht zu hören leider, wie man sieht, also Gallagher ist so einer von den echten Klassikern. Das ist so ein 40, jetzt genau 40 Jahre alter Spielautomat. Weiß nicht, wer kennt das oben links. Ist gerade richtig aktuell. 40 Jahre Wargames, genau. Der war. Gallagher kam auch in Wargames vor. Eine Woche, glaube ich, ist ja, dass es 40 Jahre waren. Genau, macht auch heute noch Spaß. Ist so ein bisschen im Stil der heutigen kleinen, wie heißen die? Diese kleinen, kurzen Gimmick-Spiele auf dem Handy. Also alles, was so 2 Minuten lang Spaß macht, einen Euro reinschmeißen, damals eine Mark oder ein paar Pfennig, macht aber einfach heute noch Spaß. Und da war so ein bisschen die Idee, was bastel ich mal? Ich bastel mal so ein Ding für den Schreibtisch. Kann man natürlich kaufen. Option kaufen gibt es auf jeden Fall. Gibt es für 20, 30 € im China-Versand oder beim Amazon. Das ist dann so ein halbherziges Spiel, weil es ist halt alles Copyright belegt. Das heißt, die programmieren dann so Pi mal Daumen das Richtige nach. Und das sind dann so hässliche kleine Plastikgehäuse mit Batterie drin. Nee, irgendwie ist es nicht das. Andere Option ist nachbauen. Da gibt es auch schon ganz viele Anleitungen im Internet natürlich. Erfindet man nicht zum ersten Mal. Das Ding ist fast immer Raspberry Pi basiert. Aber das ist irgendwie auch nicht das, was ich wollte. Also bootet mehrere Sekunden lang so ein Raspberry Pi, bis man dann losspielt. Also kann es eigentlich der Spaß schon vorbei, weil das ist nur der Kollege, der gerade durch den Raum gelaufen ist. Verbraucht irgendwie auch ganz kapital Strom inzwischen so ein Raspberry Pi. Und kostet im Moment auch einfach unerträglich viel Geld. Also 50 € für so ein Raspberry Pi, das ist für so einen Bastelnachmittag ist das einfach zu viel. Also war die große Frage, das muss doch auch anders gehen. Da bietet sich der ESP32 an. Galagino heißt das Ganze am Ende, war so Gallagher Arduino, weil diese Arduino-Idee sollte da mehr so reinfließen. Also alles klein und handlich, einfach zu programmieren, wie eben so ein Arduino. Da bietet sich der ESP32 an. Das ist so ein Mikrocontroller. Ich habe bestimmt einen hier liegen. Können wir gleich probieren, ob es mit dem Umschalten funktioniert. Da liegt er doch. So, da liegt er, da unten ist er. Der ESP32, das ist so eine klitzekleine Platine da unten. Da ist nur der Chip drauf. Und dann gibt es für kleines Geld auch noch diese kleinen Bildschirme daneben. Da habe ich auch einen von genommen. Und das Ganze, der Vorteil ist einfach, sowas ist klein, sowas ist instant on. Also dieses Strom dran, an, spielen, Strom weg, aus, tut nicht weh. Und ist einfach robust. Also ein Raspberry Pi, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, Dateisystem nicht kaputt machen und so weiter. Da ziehe ich den Strom weg, ziehe ihn wieder dran, mache weiter, da geht nichts kaputt. Und das Ganze verbraucht auch minimal Strom. Das war so ein bisschen die Idee. Die Umsetzung dann der Reihe nach. Erstmal gucken, ob es überhaupt geht. Also hat schon irgendeinen Grund, dass die Leute mal einen Raspberry Pi nehmen. Und ein Raspberry Pi ist im Vergleich zu so einem ESP32 mal so ein Faktor 50 bis 100 schneller. Ist die Frage, geht das tatsächlich? Muss ich ausprobieren. Dann war natürlich klar, einen kleinen Prototyp zu bauen, zu gucken, ob das auch umsetzbar ist alles. Und dann ein schönes Gehäuse, ein kleines Komplettgerät draus machen. Das Ganze sollte am Ende Spaß machen. Und dann kann man natürlich am Ende sich überlegen, was man danach noch damit macht. Also irgendwie mehr Spiele drauf tun, nicht nur ein Gallagher oder irgendwie ein Akkubetrieb, dass man es unterwegs benutzen kann. Ein bisschen dafür sorgen, dass andere Leute das auch leichter nachbauen können und vielleicht auch irgendwo veröffentlichen, vielleicht auf so eine Hackerveranstaltung gehen und so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Das kann man dann am Ende machen, wenn man damit dann durch ist. So. Erste Frage war natürlich Machbarkeit. Kann so ein ESP32 das überhaupt? ESP32 hatten wir eben das kleine Ding hier. Ist ein 240 MHz Dual-Core-Prozessor. Der Gallagher damals, das waren Z80-Prozessoren. Das sind 40 Jahre alte, 40-pinnige Gehäuse, kommen wir gleich nochmal zu. 3 Stück waren da immerhin drin. Also wenn die damals gemerkt haben, Rechenleistung reicht nicht, dann haben sie einfach noch eine CPU und noch eine CPU eingebaut, bis sie dann genug hatten. 3x3 MHz, aber das klingt irgendwie, also 2x240 MHz gegen 3x3 MHz, das sollte ja irgendwie machbar sein. Das klingt irgendwie machbar.
Okay, Check ist machbar. Nächste große Frage war natürlich, kann ich das? 40 Jahre basteln sollten so eine gute Voraussetzung sein und die Kinder werden langsam groß, ist wieder ein bisschen mehr Zeit da. Ich denke auch, Check, auch das sollte eigentlich erfüllt sein. So, kommen wir zum eigenen Spiel, dem Gallagher-Spiel. Aber wieder zwei Möglichkeiten. Das erste ist, ich schreibe das einfach selber. Wäre prima, weil dann ist es meins, dann kann ich es vertreiben, dann kann ich draus machen, was ich will. Habe ich die einzigen Rechte dran. Das ist verdammt viel Aufwand und das wird nie das sein, was das Original war. Das Original ist einfach schön ausgewogen, schön rund, die Bewegung der Raumschiffe sind prima. Das Ding war einfach schön, das hat schon Grund, dass die Leute das 40 Jahre lang gern gespielt haben. Würde ich so nicht hinkriegen. Vorteil wäre aber natürlich, wird das genau für mein Setup programmieren. Das wird genau drauf passen. Die andere Option ist, ich nehme den Originalcode. Den Code, der damals auch in den Spielautomaten steckte. Eigentlich ein bisschen das Problem, ist nicht meiner. Kann ich bestenfalls für mich selber machen, im Eigenbedarf. Aber großartig vertreiben oder so kann ich da nichts. Aber soll ja ein Spaß sein, von daher tut das nicht so weh. Das ist weniger Aufwand, das muss man sich genau angucken, weil den Code kriege ich zwar umsonst, aber so hundertprozentig passt das nicht, kommen wir gleich zu. Aber der große Vorteil ist, das ist das Original. Also das wollte ich. Das Spiel, so wie es damals war, war aber leider für die Gallagher-Hardware geschrieben. So, jetzt kommt die große Frage, was ist denn das, die Gallagher-Hardware? Also erstmal ganz grob, so ein Spielautomat damals, das war nichts anderes als heute auch jeder Computer. Das heißt, in der Mitte ist irgendwo ein Mikroprozessor. Heute ist das irgendeine Intel-CPU. Damals war es eben so ein Z80, wie der in der Mitte abgebildet ist. Links davon ein bisschen Speicher. Ich weiß nicht, wer hat schon mal so ein Ding mit Fenster gesehen? So ein EEPROM. Sehr schön. Oh ja, ganz viele. Heutzutage flasht man seine Firmware im Handy einfach neu. Dieses Flashen, das kommt von dem Begriff Flash-Speicher, der da drin ist. Der lässt sich elektrisch neu schreiben. Das war nicht immer so. Also es gab früher Zeiten, vor 40 Jahren, da konnte man so einen Chip nicht ohne weiteres elektrisch schreiben. Noch viel schlimmer, man konnte ihn vor allem nicht löschen. Also einmal programmiert war er programmiert. Und um den Code da wieder rauszukriegen, musste man die Dinger mit UV-Licht belichten, den Chip. Und dafür haben die dann Fenster gehabt. Da konnte man dann mit einer Röhre mit UV-Licht reinleuchten. Das hat dann die Bits da drin in aller Seelenruhe gelöscht. Und danach konnte man mit einem Spezialgerät neu beschreiben. Also das ist dann so wie vor 40 Jahren, der Codespeicher in so ein Gerät reinkam. Da waren dann die Anweisungen drin, die der Mikroprozessor ausführt. Und es gab eben auch... Das da drunter ist ein RAM-Speicher, also das, was heutige PCs auch haben, wo sie dann Zustände drin speichern, wo Bilddaten drin sind und so weiter. Und auf der letzten Seite gibt es dann ein Ausgabeschips, also die Bildschirme ansteuern, die Sound ansteuern, damit der Automat auch irgendwie sichtbare Dinge zeigt. Das sind die drei Dinge, die so eine Gallagher-Hardware hatte. So sah das dann in der Praxis aus. Das sind ziemliche Äume, also das waren so backblechgroße Platinen, zwei Stück. Die linke, die haben sie auch in mehreren Automaten verbaut. Das ist die eigentliche Recheneinheit. Da waren die drei Z80-CPUs drauf, die ganze Rechenarbeit gemacht haben. Da sind die EEPROMs drauf. Das sind jetzt mit den Aufklebern drauf, weil aus Versehen Licht drauf fallen, sollte halt auch die Daten nicht löschen. Das heißt, die haben dann damals Aufkleber auf die Fensterchen geklebt, damit das Licht draußen bleibt. Und dann ist da noch so ein bisschen RAM-Speicher-Logik drauf. Und die zweite große Platine, das ist die Videoeinheit. Das war nicht wie heute irgendwie ein Videochip, den man irgendwo fertig einkauft, sondern die haben aus haufenweise kleinen, einfachen Standard-Gatterbaustein, Logikbaustein sich da so eine Videoeinheit zusammengebastelt in so einem Ding. Relativ aufwendig. Und da sind auch wieder die EEPROMs drauf. Kommen wir gleich noch, warum da EEPROMs sind. Links Programmcode, rechts Video. Kann man vermuten, da ist irgendwie Bild drin, da sind Grafiken drin in so einem Chip auf der rechten Seite. So hat das damals funktioniert. Dann kommt mal mein Ding hier dazwischen. Na, geh weg. So. Netterweise hat man heutzutage auch die Schaltpläne von den Dingern. Die sind konserviert worden, die sind nämlich damals mit den Geräten mitgeliefert worden. Und zwar richtig schick. Also wenn er nach googelt, Gallagher, Schematic, PDF, findet richtig nette Dokumente. Da steht unter anderem auch drin, was überhaupt so eine CPU gemacht hat und so ein paar Schaltsymbole sind erklärt. Sehr nett gemacht. Lohnt sich also, wenn es interessiert, da mal nach zu googeln. Das ist ein klitzekleiner Ausschnitt aus diesem Schaltplan, tatsächlich der vom Gallagher-Automaten. Da sieht man links eine dieser CPUs. Und was man hier auch wieder sieht, ist der Programmspeicher. Diese EEPROMs mit dem Fenster und eine Handvoll Logik. So, jetzt kommen wir natürlich an die ganze Hardware von damals nicht so ohne weiteres dran. Ich weiß nicht, wer hier die Retro Game Club GDV oder wie der heißt, genau, Retro Games e.V. kennt aus Karlsruhe. Die haben haufenweise Maschinen, lohnt sich mal einen Besuch dazu machen. Die haben Arcade-Automaten, ganz viele da rumstehen. Aber normalerweise kommt man da nicht ran. Wo man rankommt,
ist aber an den Inhalt dieser Chips. Da sind wir nämlich nicht die Ersten, die da Interesse dran haben. Das hat schon mal jemand ausgelesen. Irgendwer hat so einen Automat noch rumliegen mit den Originaldaten in den Chips. Und dann gibt es so kleine Adapter, die werden an USB angeschlossen. Kann man den Chip reinstecken und auslesen. Das ist tatsächlich da rechts oben in Hexdarstellung. Das sind die ersten 128 Byte von so einem Gallagher-ROM. Von der ersten CPU auf dem Gallagher-Automaten. Insgesamt hat so ein Ding, lass mal aufgelistet, was da für CPUs, für EEPROMs drin sind, EEPROMs. Also insgesamt sind es 73.000 Bytes, die in dem ganzen Gerät drinstecken. Das ist eine handhabbare Größe. Da kann man umgehen, da kann man drin rumsuchen, da kann man versuchen zu verstehen, was das für Teile sind. Zum Vergleich, der ESP32 mit 4 Megabyte, das ist schon mal ein Faktor, was ist das? 50 mehr. Und das da unten ist Zelda Tears of the Kingdom, 34 Gigabyte. Also da ist mal in den letzten 40 Jahren so ein Spiel um Faktor 500.000 größer geworden. Zeigt uns aber, dass wir mit heutiger Hardware eigentlich eine Chance haben sollten, damit umzugehen. Jetzt ist die große Frage, was machen wir mit diesem Code, der überhaupt nicht für unseren ESP32 gemacht ist? Keine aktuelle CPU kann diesen Code von damals ausführen. Das sind zwar heute auch nur Bytes, genau wie damals, aber diese Bytes, die im heutigen Code drinstehen, bedeuten was ganz anderes. Wenn ich die in der heutigen CPU vorwerfen würde und würde sagen, hier, führ das mal aus, was da steht, das wird nach 3, 4, 5 Befehlen zu irgendeiner Ausnahme führen, dann wird der PC sagen, Bluescreen, was weiß ich was, Schutzverletzung, ist nicht. Also diesen Code kann man nicht einfach ausführen. Was man aber machen kann, ist, man kann ein Stück Software schreiben, das tut so, als könnte es diesen Code ausführen. Und was dann passiert, das nennt sich Emulation. Das hat bestimmt schon alle möglichen hier gehört. Das sind, wie man alte Spiele zum Laufen bringt. Also Emulation bedeutet im Wesentlichen, ich schreibe ein Programm, das verhält sich wie der alte Computer. Das klingt ja erstmal schön einfach. Also das ist jetzt wieder, wer eben einmal reingeguckt hat, die ersten beiden Zeilen da oben, die ersten beiden Bytes im Original Gallagher ROM sind 3E10. Da sind sie wieder. Das ist der erste Befehl, den so ein Z80 ausführen würde, wenn er eingeschaltet wird. Ist der Befehl Load Akku mit Hexadezimal 1,0, also im Dezimalsystem 16. Da wird irgendwo ein internes Register, der CPU wird eine 16 reingeladen. Das ist das Erste, was er macht. Dafür tut er nicht viel. Dafür lädt er diese beiden Bytes. Das ist zweimal auf den Speicher zugreifen, dauert ein paar Nanosekunden. Dann lädt er das in seinen Akku rein, ist fertig. Das ist nicht viel, was er dafür tun muss. Der ESP32, wenn er dasselbe tut, führt einen Haufen Code aus. Also diese Emulatoren-Codes, die man da im Internet findet, das sind tausende von Codezeilen oder die man auch selber schreiben kann natürlich. In dem Fall habe ich mich bedient extern. Und das muss der alles, also das ist tatsächlich ein Ausschnitt aus diesem Emulationscode. Das sind nur ein paar von vielen, vielen, vielen Zeilen, die der ausführt, wenn er einen dieser Befehle ausführen will. Und dann wird irgendwo auch klar, wo das Problem bei der ganzen Sache ist. Emulation ist sehr, 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 sehr rechenaufwendig. Also was ein Befehl für den einen ist, ist für den anderen ein ganzes Computerprogramm, das der durchlaufen muss. Da relativiert sich dieser Geschwindigkeitsunterschied von irgendwie 3x3 zu 2x240 MHz schon ganz heftig. Also da ist so ein Faktor 50, da war nicht mehr so ganz klar, ob das alles funktioniert. Und natürlich sind wir mit der Nummer noch nicht ganz fertig an der Stelle. Jetzt haben wir uns überlegt, was machen wir aus der CPU? Dann nehmen wir diesen Emulationscode. Was machen wir mit den Speichern? Das ist nicht so das Kunststück. Also ausgelesen haben wir sie. Dann legen wir es halt in dem Speicher des modernen Computers ab. Speichert. Das ist kein Problem. Aber das, was auf dieser rechten riesigen Platine drauf war, diese vielen, vielen Bauteile, die irgendwie Video hin und her gemacht haben, sich um die Grafik gekümmert haben, das fehlt auch noch. So, gucken wir mal aus Spaß da rein, was da eigentlich drin ist. Also haben wir gesehen, auf dieser rechten Platine waren auch so EEPROMs, also auch irgendwelche Daten. Ich habe hier rechts mal einen Pac-Man-Bildschirm hingemalt statt eines Gallaghers, weil man am Pac-Man relativ gut sehen kann. Diesen ganzen alten Dingern liegt ein Raster zugrunde. Also wenn man genau guckt, merkt man, das Spielfeld und dieses Raster, was ich da so drauf gemalt habe, passt übereinander. Das ist eine Hardware-Beschränkung. Die haben damals immer nur an bestimmten Stellen auf dem Bildschirm bestimmte Objekte darstellen können, in einem festen Raster. Also wenn man sich so ein altes Mario-Spiel oder so anguckt, auch alle Objekte sind in einem ganz festen Raster angeordnet. Und dann gibt es so einzelne Objekte, die können so durchlaufen, springen, machen. Spielergrafiken, wie hier auch der Pac-Man oder die Geister, die können sich frei bewegen. Aber der eigentliche Hintergrund, das ist ziemlich statisch. Das liegt in der Hardware-Begrenzung drin. Und jetzt gucken wir mal kurz, was damit auf sich hat. Also, wir haben diesen Speicherchip, wie gesagt, können wir auslesen. Den einen haben wir ausgelesen, da war der Befehl drin. Den können wir auch auslesen. Oder man lädt sich's auf dem Internet. Das sind tatsächlich wieder die ersten paar Bytes aus einem dieser Speicherchips, jetzt aber dem, der in dem Videoteil drin steckt. Da hat man als Emulatorentwickler jetzt ein kleines Problem. Das heißt, man hat diese Nullen und Einsen da und muss da irgendeinen Sinn draus machen, wer weiß. Das benutzt der Original
Hardware-Dings irgendwie, um Grafiken auf den Bildschirm zu bringen. Aber wie? Das muss ich jetzt rauskriegen. Wie wird aus den paar Bytes das da? Guck mal die ersten 8 genau an. Das sind jetzt die ersten 8 Bytes einmal vertikal hingeschrieben. Und um es uns einfach zu machen, binär. Also die ersten 8 Bytes in Hexdarstellung und da rechts daneben in binär. Und um das ein bisschen anschaulicher zu machen, habe ich mal die Einsen so ein bisschen orange hinterlegt. Und da sieht man schon, das sind so 2 so halbrunde Dinger irgendwie. Also es sieht schon mal aus, als könnte das irgendwas Grafisches sein vielleicht. Man weiß es nicht. Machen wir mit dem zweiten 8 dasselbe. Das ist mit grün hinterlegt, das ist ein bisschen schlecht zu erkennen vielleicht. Aber es ist so, auch so halbrunder Kram irgendwie. Nehmen wir mal jeweils eine Hälfte davon. Ist ja zweimal dasselbe. Das ist die nächste Frage, warum es zweimal dasselbe ist. Also warum speichere ich einfach immer zweimal dasselbe? Ist ja irgendwie, hätte ich mir sparen können. Hätte ich es nur einmal gespeichert, hätte ich halb so viel Speicherchips gebraucht. Hat bestimmt noch einen tieferen Sinn. Ignorieren wir mal fürs Erste. Also 2 Hälften haben wir. Die setzen wir mal so nebeneinander. Was könnte es sein? Das drehen wir jetzt noch ein paar Grad nach links. Und dann ist es tatsächlich, ich habe es auch schon gehört, das sind die Nullen. Das ist wirklich genau die Null, wie sie da oben steht. Die war beim Pac-Man-Automat dieselbe Null wie beim Gallagher. Deswegen passt das an dieser Stelle. Das ist das Gallagher-ROM, aber ein Pac-Man als Beispielbild. Interessante Frage ist, aber warum nach links drehen? Warum nach links drehen? Ganz einfach. Genau, der Pac-Man-Automat und der Gallagher-Automat sind Upright-Bildschirme. Das heißt, da ist der Bildschirm höher, als er breit ist. Und weil die aber auch damals nicht einfach alles neu erfunden haben, haben die Maschinen damals aus Fernsehern gebaut. Da war klassische Fernsehtechnik drin. Das heißt, der Bildschirm, der darin verbaut ist, war eigentlich für Querformat erzeugt worden. Den haben die nur um 90 Grad gedreht eingebaut. Das heißt, die haben die gesamte Computergrafik, die mit dem Ding aufgebaut haben, auch um 90 Grad verdreht herstellen müssen. Und dann ist klar, dann programmieren sie natürlich gedrehte Nullen, weil in Wirklichkeit liegt das ganze Ding auf der Seite und die Null liegt in Wirklichkeit auch aus der Seite. Und so kommt es zu der Drehung an der Stelle. Das letzte Geheimnis ist, warum ist alles zweimal da? Wenn man sich dann einmal angefangen hat, also die zweite Zeile, wer Lust hat, macht ein Foto und dekodiert mal die zweite Zeile, ob da eine 1 rauskommt. Sieht man hier, die nächsten Zeilen sind immer so doppelt dasselbe. Also irgendwie ist das alles immer dasselbe. Das hört auf. Also wenn man weiter durch den Speicher geht, hört es irgendwann auf, doppelt zu sein. Und dann, wenn man dann anfängt, sich das genauer anzugucken, was sich dahinter verbirgt, das sind dann 2 Bit pro Bildpunkt, die man hier hat. Also sowohl im linken als auch in der rechten Hälfte jeweils. Mit 2 Bit kann ich 4 Zustände darstellen. Das heißt, mein Buchstabe oder mein Zeichen oder was auch immer kann aus 4 verschiedenen Farben bestehen. Nicht nur aus Schwarz und Weiß, sondern aus 4. Und das nutzen sie dann, der Pac-Man, glaube ich, nutzt hier tatsächlich nicht. Die, wie gesagt, die Spielfiguren sind ja was anderes, aber der Gallagher macht das. Da sind irgendwo so ein paar statische Objekte, die haben Farben oder mal ein Buchstabe mit so ein bisschen farbigen Ecken. Also das haben sie gemacht, um Farbe reinzukriegen. Interessanterweise haben alle Maschinen aus dieser Zeit dieselben Art, mit 4 Farben zu arbeiten. Da gibt es praktisch keine, die da mal 8 Farben einsetzt oder nur 2. Das sind immer 4. Also ganz interessant generell, wenn man sich die Dinger anguckt, wie gleich die sind. Also auch wenn man sagt, wir nehmen so einen Röhrenbildschirm, den man 90 Grad gedreht einbaut, hat man ja 2 Möglichkeiten, ihn zu drehen. Aus irgendeinem Grund waren sich alle Hersteller einig, die Dinger drehen sie nach rechts. Keine Ahnung, ob da der Erste wirklich immer beim Zweiten abgeguckt hat und ein bisschen modifiziert und weitergemacht hat, aber die haben sich so auf so ein paar Dinge geeinigt, was die Darstellung von Daten im Speicher angeht, da waren sich einig, wie rum sie drehen, waren sich einig, so war immer mal was in die Richtung. So, jetzt haben wir es. Das ist so das, also was wir als Zweites nachbauen müssen. Also neben der CPU brauchen wir auch irgendwie eine Videodarstellung, die auch dem von damals entspricht. Das ist mehr so eine Fleißarbeit, also sich einmal da durchzuwühlen, was heißt denn das, und sich dann so ein bisschen die Grafiken zu konvertieren und die in irgendeinem anderen Bildschirm darzustellen. Das ist einfach machbar. Aber so ganz bin ich noch nicht auf der sicheren Seite da. Also bis dahin war mir klar, ich weiß ungefähr, was ich tun muss. Aber ob das am Ende tatsächlich funktioniert und ob dieser ESP32 reicht, war immer noch nicht ganz klar. Weil zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel von vielen da drin, die Daten zwischen dem kleinen ESP32, können wir mal umschalten hier. Also, wenn wir das hier sehen, wo muss ich denn hin? Da. Das ist der ESP32 hier, das ist sein Bildschirm. Da sind nur so ein paar Käbelchen dazwischen. Und das ist eigentlich für zu Hause, für Basteleien ist das super. Da 8 Drähte stecken und ich habe ein Bild, alles super. Der Nachteil ist, diese ganzen Daten müssen durch diesen einen Draht technischen Dingern. Der Datentakt, also die Verbindung zwischen diesen beiden Dingern, ist auf 40 MHz begrenzt. Das heißt, ich kann 40 Millionen Nullen und Einsen pro Sekunde da durchpumpen. Da ist das Limit. Eigentlich sind sogar nur 10 laut Datenblatt, aber bis 40 funktioniert es. Das nutzen wir mal aus. Also die 40, die brauchen wir auch.
Der Bildschirminhalt von so einem Gallagher-Automat sind 288 mal 224 Bildpunkte. Und jetzt kommt das Gemeine. Der ESP32, beziehungsweise in dem Fall ist es der Bildschirm, der kleine, die wollen partout 16-Bit-Grafik übertragen. Also 16 Bit pro Bildpunkt. Die können schön viele Farben darstellen, die kann man auch nicht sagen, nehmen weniger Farben. Was dazu führt, dass ein einziges Bild von der CPU zu dem Bildschirm rübergeschoben über 1 Million Bits sind. Jetzt habe ich oben meine 40 Megahertz und so, jetzt sind wir noch gar nicht, wir haben jetzt 60, wir möchten 60 Bilder, das hat der Gallagher-Automat damals gemacht, 60 mal ein neues Bild pro Sekunde sind 62 Megabit pro Sekunde. Das beißt sich mit den 40 da oben, das ist leider mehr. So, und das sind so kleine Stellen, die kommen immer mal wieder. Irgendwo läuft man immer in so kleine Hardware-Beschränkungen rein und muss ich, da kann ich nicht dran vorbei, da muss ich einen Kompromiss eingehen. Das heißt, so perfekt wird es nicht werden, aber hey, 30 Hertz ist auch eine schöne Bildfrequenz. Da habe ich dann nur 31 Megabit, das passt in die 40 rein. Also das klang nach einem Kompromiss, mit dem man leben kann. So, jetzt haben wir noch eine kleine andere Baustelle, da gehen wir nur ganz schnell drüber. Audio-Tonausgabe haben die Dinger natürlich auch. Wieder so ein Chip, wieder von der Platine, wieder wirklich der Gallagher-Automat. Das sind die ersten 32 Bytes im Speicher der Soundchips. Beziehungsweise, ob das wirklich Sound ist, wird man dann nachher merken. Also oft weiß man gar nicht, wofür dieser Chip zuständig ist. Man hat da die Daten drin und erkennt so, nach Code sieht es nicht aus, nach Grafik irgendwie auch nicht. Vielleicht hat es was mit Sound zu tun. Muss man wieder reingucken und raten, was das denn sein könnte. So, diesmal schreibe ich einfach mal alle 32 Zahlen dezimal dahin. Also das ist einfach vom Hexadezimal da oben übertragen ins Dezimalsystem. Das sind die Zahlen einfach 7, 9, 10, 11, 12, bla 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 und so weiter. Kann man wieder rumraten, was das sein könnte. Man kann die mal aus Spaß der Größe nach als Kurve hinmalen. Und dann, das ist ein Sinus. Das ist ein Speicherchip, in dem die Wellenform der Audiosignale drin liegen. Und in diesem Fall der Sinus, da sind noch mehr. Jetzt kommt wieder, wer Langeweile hat, macht wieder ein Foto, nimmt die zweite Zeile und guckt, wie das aussieht. Das ist dann mal ein Sägezahn. Also irgendwelche Audiomuster, die so damals in so Sounds gerne vorkamen. So, und jetzt denkt man sich natürlich, okay, der Audio, das war einfacher als das Video. Das wird auch am Ende alles viel einfacher werden mit dem Audio. Nee. Beim Bild, da mache ich alle 60 Sekunden neues Bild und bin fertig. Oder wenn ich, wie eben gesehen, eine Beschränkung drin habe und kann sowieso nur 30 Bilder machen, dann muss ich alle 30 Bilder alle 30 Mal pro Sekunde ein neues Bild fertig haben. Was ich dazwischen mache, ist völlig egal, ob ich dann zwischendurch irgendwie was umrechne, was konvertiere, mich mit der Emulation beschäftige. Ich muss nur alle 30. Sekunde ein Bild abliefern. Wenn ich so eine Audio-Hardware habe, muss ich leider 24.000 Mal pro Sekunde so ein Analogsignal ausliefern. Das ist vom Timing viel unangenehmer als die eigentliche Bilddarstellung. Das am Ende zusammenzuknuspeln, dass der Ton halbwegs unterbrechungsfrei und knitterfrei da rauskommt, ist tatsächlich eine unangenehme Baustelle. Ein bisschen haben wir bei dem Ganzen einen Vorteil. Also jetzt haben wir wieder den ESP32 mit seinen beiden Cores. Da war dann die Entscheidung, hier einen lasse ich einfach CPU rechnen. Der macht mir meine Recheneinheit, der macht die linke Platine. Und der zweite Core macht mir dann Video und Audio und ist dann da ausgelastet. Das hat noch eine Handvoll Details. Die lassen sich alle im Code nachlesen. Aber damit war erstmal klar, so ungefähr müsste ich es machen, damit es funktioniert. Jetzt kam die große Frage natürlich so, was mache ich, damit ich es einmal sehe, ob es überhaupt tatsächlich klappt. Dann so der klassische Ansatz, ich nehme so ein Breadboard, das ist aus so einem allerersten Video rausgeknipst, deswegen ist es sehr unscharf. Nur der Bildschirm, nur der ESP32, 6 Käbelchen und ein bisschen rumprogrammieren. Was man hier nicht sieht, da fehlt auch noch die Hälfte, das sind noch keine Tasten, also spielbar war das nicht. Das war das, was der Automat von sich aus macht, wenn man gar nichts macht. Da fehlt auch der Sternhintergrund, der ist hier auch nicht zu sehen. Das Ding hat auch keine Töne ausgegeben. Das war so der allererste, ich probiere mal, was geht. Und es lief ein bisschen langsam und ruckelig, aber es lief. Und damit war so, hey, es ist knapp, aber es ist machbar. So, dann über die Zeit, dieser Steckbrettaufbau ist natürlich praktisch, da kann ich probieren, da kann ich machen. Das ist jetzt genau der hier liegt, glaube ich. Ja, das ist genau der. Kleiner Unterschied ist, hier ist jetzt so ein kleiner Joystick drauf, da waren es noch Tasten. Wir können ihn tatsächlich mal einschalten. Jetzt brauchen wir ein bisschen Kabellage. Versorgen wir mal mit Strom. Achso, jetzt würde ich auch umschalten, sonst seht ihr nichts. Gucken, ob es reicht. So. Tadada. So. Schlechter Kontrast, eure Kamera.
Also man sieht was, da passiert was, da sind irgendwie so ein paar Logos. Das waren so die ersten. Das nächste, was man gleich sieht, so ein Breadboard-Aufbau, kommen wir gleich zu. Ich habe jetzt hier bewegt, das Ding ist gleich ausgegangen und wackelt. Also diese Steckbretter sind prima, um mal irgendwas auszuprobieren. Aber praxistauglich ist das wenig. Also ich darf hier nicht an den Kabeln wackeln, diese ganzen Steckverbindungen. Wir hatten eben, das sind 40 Megahertz, also 40 Millionen Bits pro Sekunde. Und ich habe da zwei Dinger zusammengesteckt mit Steckfedern. Das beißt sich ganz schön. Da kann man eben genau das machen. Man kann mal gucken, was geht. Aber praxistauglich ist es nicht. Trotzdem habe ich es ein bisschen dokumentiert. Findet ihr auch alles im GitHub, wer es nachbauen will. Also so eine Steckbrettanleitung, möglichst einfach gehalten. Kann man nachstecken, wenn man möchte. So. Auf diesem Bild sieht man schon, da ist schon jetzt der Lautsprecher dabei auf einmal. Also der kam dann auch irgendwann. Und ein bisschen optionale Sachen kamen noch dazu. Hier ist nochmal der Lautsprecher. Also eigentlich ist er nicht optional, weil ohne Lautsprecher macht das echt keinen Spaß. Und natürlich braucht es Blinkenlights, ganz dringend. Also Blinkenlights, bunte Leuchtdioden, die irgendwas machen. Das ist da oben, diesen Marquee-Bereich. Ihr kennt diese Automaten, die hatten früher so einen beleuchteten Teil oben. Das ist genau die Stelle, wo so ein paar bunte Leuchtdioden reingehören. Das ist tatsächlich optional. So, jetzt, wer schon mal mit so einem Arduino IDE und einem ESP32 rumgebastelt hat, wird an dieser Stelle vielleicht fragen, jetzt ernsthaft, echt das mit einer Arduino IDE? Das ist doch furchtbar. Das ist wirklich kaum zu handhaben. Nee, nicht mit der Arduino IDE. Also, nicht wirklich. Größtes Problem ist auch der Upload auf den ESP32. Also, wenn man eine kleine Zeile geändert hat, Upload dauert 30 Sekunden. Das ist endloser Kreisverkehr. Da ist man ewig dabei. Und die Backen kann man auch nicht so richtig auf dem Ding. Also, mal eben irgendwie ein paar Daten ausgeben, irgendwo eine Grafik anzeigen lassen, irgendwo ein Signal greifen zu gucken. Oh, geht das jetzt? Passt jetzt? Völliger Wahnsinn. Aber, wer hält mich denn davon ab, meinen Emulator zu emulieren? Das heißt, der ganze Code, dann investiert man halt einen Nachmittag und macht ein Windows- oder Linux-Programm, das genau dasselbe auf dem Desktop tut und genau diesen Code benutzt, den ich da auch benutze. Jetzt habe ich natürlich wieder den Nachteil, ich kann nicht testen, ob es wirklich von der Rechenleistung reicht und ob es schnell genug ist. In den sauren Apfel muss ich beißen, aber zumindest mal dieses ganze Feingetune, sind die Pixel an der richtigen Stelle, stimmen die Farben, sind die Sprites vielleicht ein bisschen zu weit rechts oder links, das kann ich alles am PC testen. Das ganze Gros der Codierung kann alles am PC passieren. Da fallen dann auch so lustige Testprogramme raus, wie das links unten, das Kommandozeilentool. Es gab den Moment bei einem anderen Automat, den ich dann später auch noch implementiert habe. Das Audio war riesig schwierig zu verstehen, hat eine ganz andere CPU noch dazu benutzt, war irgendwie echt knifflig. Da schreibt man sich halt so ein kleines Kommandozeilentool, das einfach mal nur diese Audiobearbeitung nachmacht und dann hat man ein lustiges Tool, da kann man jetzt alle Sounds, die dieser Automat erzeugen konnte, per Kommandozeile einfach erzeugen lassen. Da muss man auch nicht spielen und gucken, wann sterbe ich endlich im vierten Level, weil da das Spezialsound kommt und gucken will, ob der auch stimmt, sondern ich kann alle Sounds einfach abgreifen, gucken, ob ich das richtig berechnet habe, ob das stimmt und das kann ich dann einfach in den Automaten am Ende übernehmen und mich damit durch. So, damit ist eigentlich alles, was ich brauche, zusammen. Also Prototyp hat gezeigt, es ist irgendwie machbar. Eine halbwegs bequeme Entwicklungsumgebung habe ich. Und los geht's. Wir wollen Gehäuse. Mit der Elektronik ist nicht zu Ende. Wie gesagt, das ist hier alles ein bisschen wackelig. Alles nicht so der Hit. Das soll irgendwie robust sein, soll schick aussehen. So. Zwei Möglichkeiten. Das erste ist 3D-Druck. Das Ganze, was das Original war, ist so eine eckige Holzkastenkonstruktion aus Sperrholz. Das ist auch irgendwie, wenn man sowas hier aus Plastik druckt, das dauert ganz schön lange und irgendwie schreit das nach Lasercutter. Und ich habe einen Kollegen mit einem Lasercutter gehabt. Und hier in der Stadt gibt es auch welche bei irgendwelchen Makerspaces. Das heißt, wenn man sowas basteln will, da kann man auch hingehen, sich das lasern lassen. Das schrie nach Laserschnitt. Das sind simple, glatte Formen, schneller als er druckt. Das war prima. Aber so ganz, ganz nur mit Lasercut war es leider nicht zu machen. Der Joystick. Da gibt es ein paar Sachen im Internet zu kaufen. Also hier ist mal so einer. Jetzt können wir wieder umschalten. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Hier ist so ein Joystick, wie man ihn kaufen kann. Sieht man ganz schlecht. Auch für kleines Geld. Na, hätte ich vorher sortieren sollen. Na, hier ist noch einer. Das ist aber so ein ähnlicher. Habe ich wahrscheinlich tatsächlich nicht eingesteckt. Ich hält.
natürlich, da ist alles. So, also hier ist auch noch so ein Joystick. Man kriegt so kleine Dinger aus dem Internet, das ist kein Ding, die kann man kaufen. Wenn man sie dann irgendwann im Briefkasten hat, stellt man fest, die sind echt schwergängig. Also wenn ich sowas irgendwo einbaue und dann hebel ich dran rum, ja, war alles nicht so meins. Also, danke, aber ich schalte jetzt zurück. Also 3D-Druck, wozu haben wir denn so ein Ding? FreeCAD genommen und so ein bisschen was ausgedacht mit so ein paar normalen Tastern, die man dann da einbauen kann. Ausgedruckt, zusammengelötet, festgestellt, ist alles irgendwie so ein fliegender Aufbau, aber machbar ist es. Damit war der Joystick eigentlich auch abgefespert und ich war halbwegs zufrieden mit dem Joystick. Blieb das Gehäuse selber. Das kann man relativ einfach, Zeit nimmt man sich so 2D-Dinger, mit so einem 2D-Programm, ist ein Nachmittag sortieren, dass es von den Maßen passt. War aber das erste Mal, dass ich es gemacht habe, das heißt, ich wollte nicht gleich zu meinem Kollegen rennen und sagen, hier, laser das mal, der wäre ja irgendwie x-mal losgerannt. Also, erstmal nicht Lasercut, erstmal Pappe. Das ist total praktisch. Cuttermesser ausschneiden, diese 3 mm dicke Pappe kann man prima irgendwo im Internet kaufen. Die ist relativ fest, ist von außen so papierbeschichtet. Lässt sich sehr schön schneiden. Da kann man genau das einmal nachschneiden, zusammenstecken, stellt fest, ob es passt oder nicht passt. Irgendwo kommen sich dann mal so ein paar Dinge, was weiß ich, vorne der Knopf mit dem Joystick-Teil ein bisschen ins Gehege, dann rückt man es auseinander. Das ist prima für so Feintuning. Ich habe tatsächlich damals überlegt, ob ich es einfach so lasse. Also die Pappteile sind noch da. Die sind tatsächlich relativ robust. Die konnte man auseinanderbauen. Könnte man einfach wieder verwenden. Also das sah nicht schlecht aus, aber ich wollte ja tatsächlich ein bisschen mehr draus machen. Dann, hey, jetzt habe ich es schön gemacht, jetzt lasern wir es wirklich mal. Aus diesen Zeichnungen kann man einfach so ein Vektording machen. Das nimmt man einen Lasercutter und der schneidet es einfach aus. Das ist gar kein Ding, dann fallen diese Dinger da fertig raus. Um da rein dann die Elektronik zu bringen, werde ich leider mit meinem fliegenden Aufbau nichts. Also hier das dicke Brettboard da, das kriege ich da nicht rein. Also muss ich anfangen, die Sachen direkt zu verlöten. Und das ist dann so ein relativ hässlicher fliegender Aufbau. Erstmal habe ich mir so Plänchen gemacht, die habe ich dann auch im Internet abgelegt zum Nachbasteln. Damit man so einen Plan hat, in welcher Reihenfolge, wie man das alles verkabelt. Und nun, wenn alles zusammen ist, dann kann man es zusammenbauen. So, das heißt, als erstes habe ich meine Holzteile, wo meine Elektronik irgendwie drauf muss. Das wird teilweise verschraubt, teilweise von der Seite reingesteckt. Aber irgendwie muss das alles zusammengebaut werden. Das ist hier der Leuchtdiodenstreifen von hinten, der nach oben reinkommt zum Beispiel. Und dann nähert sich das Ganze auch der Vollendung. Jetzt kann man es einmal alles zusammenbauen. Und jetzt sind wir tatsächlich... Den nehmen wir nicht, doch den nehmen wir. Den können wir jetzt einmal hier anschließen. Viel versprochen. Doch, jetzt da. So. Also. Laserteile geschnitten und zusammengeschraubt. Bildschirm reingesteckt, Joystick dran, Knopf. Und jetzt kann man hier ein Spiel auswählen, zack, und dann läuft Gallagher. Und dass es mit dem Ton auch funktioniert. Also das ist tatsächlich das, was der Moment, wo ich dachte, hey, das ist es gewesen, es funktioniert, man kann hier schießen, man kann... Flüssiges Bild, 30 Hertz, alles super. Das war der Moment, wo ich dachte so, hey, hat tatsächlich alles halbwegs funktioniert. So, dann kommt natürlich so ein bisschen der Freizeitspaß auf. So, genug Geräusche hier. Der Bastelspaß, was haben wir denn noch für Optionen? Was können wir noch damit machen? Das erste ist natürlich mehr Spiele. Gallagher ist prima. Es gibt so eine Killer-List of Videogames, so ein Arcade-Automaten-Hit-Highscore-Liste, da ist auf Platz 1 der Pac-Man, auf Platz 2 der Gallagher, auf Platz 3 Donkey Kong. Ja, die müssen da rein. Kleines Menü und diese Dinger nochmal alle portiert. Es sind alle ähnlich, alle ein bisschen verschieden. Also es gab dann Leute, die im Internet angefangen haben, es nachzubauen, haben gesagt, ja, jetzt habe ich aber da irgendwie mal 1942 ROM reingeschmissen, das läuft gar nicht. Nee, also diese Automaten sehen sich zwar alle verdammt ähnlich, aber sie sind alle in Nuancen oder manchmal auch mehr als Nuancen verschieden. Also die sind alle... Jedes Mal, wenn die Firma einen neuen Automaten rausgebracht hat, hat die da neue Chips verbaut, sich andere Dinge ausgedacht. Der Gallagher-Automat zum Beispiel hat so im Hintergrund bewegt, sich sieht man hier nicht, hat so einen Sternenhimmel im Hintergrund, der so langsam durchläuft. Die Software und die Rechenleistung, um diese Sterne da im Hintergrund wandern zu lassen, hatten sie irgendwie nicht. Haben sie einen Chip für eingebaut. Das macht die Hardware einfach alleine, die malt die ganze Zeit Sterne.
Der Frogger, der kam dann auch noch hinterher. Der Frogger zum Beispiel, dass die obere Bildschirmhälfte mit dem Wasser blau ist, haben sie auch irgendwie Stress gehabt, das Blau da irgendwie mehr hinzukriegen. Der Frogger-Automat malt generell die obere Hälfte des Bildschirms blau. Egal, also ob da Menüs sind, ob da Highscore-Listen sind, die Oberhälfte ist blau. Das sind halt so Sachen, dass jeder Automat hat so seine Eigenheiten, da wuselt man sich dann so durch, wird natürlich mal ein bisschen schneller, weil das hat man alles schon mal gemacht. Kann man immer noch einen dazuwerfen, so der hier, Work in Progress, wer glaubt, was er war, also so sieht's dann mittendrin aus. Was ist das? Hey, nicht schlecht, nicht schlecht, das ist Dick Duck, genau. Ja, die Farben stimmen nicht und vor allem hängt er einfach kurz nach dem RAM-Check, oder nach dem ROM-Check. Habe ich noch nicht ganz raus, was ihn da jetzt stört. Ob ich das überhaupt in den Griff kriege, keine Ahnung. Ist halt so die Baustelle nebenbei. Genau, das soll es mal werden. Mal gucken. Aber damit ist auch so ein bisschen die Marschrichtung klar. Also mehr als die Automaten der 80er sind nicht drin. So ein Raspberry Pi, da kann man noch Spielkonsolen von, ich weiß nicht, vor 10, vor 20 Jahren mit emulieren. Beim ESP32, der ist schon ausgelastet. Also beide Cores rennen für so ein Gallagher sind so auf 80% Belastung ungefähr. Da ist tatsächlich Feierabend langsam. Aber immerhin, so ein Raspberry Pi ist ein Faktor 50 schneller als ein ESP32. Das schafft er immerhin. Das war schon nicht schlecht. So, jetzt gibt es eigentlich meinen liebsten Bonus-Stage bei der ganzen Sache. Wäre natürlich schön, wenn wir das Ding jetzt noch portabel kriegen und einen Akku verbauen können. Aber jetzt mal im Ernst, einen Akku kaufen, nur für so eine Bastelsache. Muss ja eigentlich nicht, oder? Ah, zum Glück gibt es eine billige Quelle. Tada! So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit dem Mikro mache. Ich bin nicht Raucher, aber ich kenne Raucher. Hört ihr mich noch? Ja, ne? Die Frage, ob das für die Aufzeichnung, wie wir das machen. Ich versuch's mal so. So, das machen wir jetzt hier Live-OP. Ich schalte mal um, dann kann ich es gleich da hinlegen. So, Zange. Ein Ende ist ab. Da mag man riechen. Kokosnussmango, was ist es? Kokosnussmelone. Höchst unangenehmer Geruch. Das Schlimme ist vor allem, einmal muss ich jetzt kurz weglegen. So, jetzt wird es interessant. Das Innenleben haben wir in der Hand, also der Deckel ist hinten ab. Ah, wisst ihr was, ich mach's so. Weiß jemand, wie die Dinger funktionieren? Total simpel. Da drin ist nicht viel. Es riecht zwar streng, aber es ist nicht viel. So. Einmal rausschieben das ganze Ding. So, da drin ist das. Das sind drei Dinge. Das da unten ist so ein Plastikbehälter mit so einem Schaum drin. Da ist das Aroma drin und einem kleinen Heizelement. Das hier in der Mitte ist die Stromversorgung. Braucht ja Strom, das Ding. Und das da oben ist ein Durchflusssensor. Wenn der merkt, dass hier oben Gas durchströmt, also sprich unten nuckelt jemand, schließt sich in Kontakt, verbindet die Batterie mit dem Heizelement und es stammt Dampf raus. So funktionieren die. So, und jetzt kommt der richtig, richtig üble Teil dabei. Ich nehme hier nochmal meine Zange, mache hier zweimal Schnick, Schnick. Diesen Durchflusssensor brauchen wir nicht mehr. Das Ding da oben riecht richtig unangenehm. Das brauchen wir auch nicht mehr. So, Betonung liegt auf Einweg-Vape. Das ist ein Einweggerät, ne? Das kaufen wir für 8 Euro und schmeißt es weg. Das da oben rechts, das Ding da, ist ein Akku, ein Lithium-Ionen-Akku. Richtig schöner Lithium-Ionen-Akku. Steht auch alles drauf, was man wissen muss. 13400 ist die Bauform, also 1,3 cm Durchmesser. 4 cm lang, kommt auch genau hin. 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku, 550 mAh, 2 Wattstunden. So, jetzt hatten wir eben einmal kurz auf einer Folie den Stromverbrauch des ESP32. Das waren so Pi mal Daumen 500, 600 Milliwatt. Das heißt im Klartext, diese Batterie hier kann meinen kleinen Automaten 3 Stunden lang betreiben. Das ist schick, oder? So, also, dann war klar, ich will einen Einweg-Akku benutzen, den Vape-Akku. Das ist super geil, da ranzukommen. Also in die Firma setzen, den Nachbarn erzählen, ich suche so Vape-Akkus. Am nächsten Morgen hat man 10 Stück, die Kollegin irgendwo aus dem Fußraum des Autos ihres Bruders gefischt hat auf dem Tisch. Kein Ding. Es gibt inzwischen Läden, die nehmen die auch zurück für irgendwie Pfand, 50 Cent, 1 Euro. Aber ganz ehrlich, diese Batterie ist fein. Also die nehme ich gerne. Was macht man damit? Also die Batterie alleine nützt mir ja nichts, weil die ist in dem Vape verbaut und nicht zum Aufladen und so weiter. Aber da gibt es diese praktischen kleinen Schaltungen im Internet. Das sind so
Zwei Dinge muss ich ja tun. Ich muss einmal den Strom in den Vape-Akku wieder reinkriegen, ich muss ihn wieder vollkriegen. Und das andere ist, ich muss irgendwie den Strom da so rauskriegen, dass mein kleiner ESP32 damit glücklich ist. Dazu findet man diese Schaltung fertig, China-Versand, auch beim Amazon in verschiedenen Formen. Tatsächlich muss ich drei Dinge tun. Ich muss noch die Batterie schützen. Diese Batterien müssen ein bisschen vor Überladung und zu tiefer Entladung geschützt werden, sonst gehen sie kaputt. Das macht so ein Vape nicht, weil das ist völlig egal, ob das Ding da drin stirbt oder nicht. Ich möchte ihn länger leben lassen. Das heißt, ich mache genau die drei Dinge. Ich mache als erstes in der Mitte die USB-Ladeschaltung. Das ist so ein USB-C-Ding hier. Stecke ich einen USB-C-Stecker rein, dann fängt es an zu laden. Dann gibt es hier noch die Batterie-Management-Schaltung drauf, ganz praktisch, die ist direkt da drauf, die schützt mir die Batterie vor Tiefentladung und Überladung. Und für die Gegenrichtung gibt es einen Wandler, der macht aus der Batteriespannung wieder die 5 Volt, die mein kleiner Automat da haben will. Sehr, sehr praktisch, sehr, sehr billig auf die Weise, kann man auch für seine Arduino-Projekte zu Hause benutzen, also einfach die Kollegen nach Batterien fragen, nach Akkus fragen, für nicht mal 1 Euro Bauteile dran löten, zack, hat man eine schöne Stromversorgung. So, zum Glück habe ich ja unten Platz gelassen. Hier nochmal, genau, ich habe es vorweggenommen, 2 Stunden Akkubetrieb. Und hier in denen hier ist das tatsächlich eingebaut. Also da unten drunter ist der Platz. Unterer Bereich war leer gelassen. Hier liegt jetzt genau da hinten, da ist der Schalter, da ist die USB-C-Ladebuchse. Das ist genau das hier, da hinten drin. Schalter umlegen, bootet. Läuft 2 Stunden auf Akku. Kann man es hier zack, zack. Den Frogger, wie gesagt, obere Bildschirmhälfte dunkelblau, ne? Frogger, immer obere Hälfte blau. Macht auch Geräusche. Tja, funktioniert prima. Wie früher. So, also, das war die Story mit dem Akku. War eigentlich der lustigste Teil am Ganzen. Weil kann man Leute immer wieder mit überraschen, was in diesen Vapes drin ist. Und dass es tatsächlich bitter ist, die in den Müll zu schmeißen. Das ist feine Technik. Nächster Bonus-Stage, Nachbaubarkeit. Ich will ja schon, dass andere Leute das nachbauen. 2 Probleme habe ich so selber auch gehabt. Diese Verkabelung, die vielen, vielen fuddeligen Kabel da drin, das ist irgendwie hier, also das da oben da, das ist ein bisschen hart gewesen. Und der Joystick, das war auch, also bis der zuverlässig funktioniert hat und hier drückt es ein bisschen zu viel und der Schalter nicht richtig. Also wenn ihr gleich irgendwie nach vorne kommt, mal ein bisschen an den Joystick wackelt. So furchtbar toll funktioniert der nicht. Da kann man sich da ein bisschen einfacher machen. Also nehmen wir Platinen. Design-Tool und entwerfen einfach Platinen dafür. Die kann man dann zum Beispiel hier unten auf den ESP32 hinten draufstecken und dann kann man die einfach zusammenstecken, die Sachen. Beim Joystick mache ich es mir auch ein bisschen einfacher damit. Da kommt jetzt unten so eine Platine drunter. Zusammengelötet habe ich sie mal, benutzt noch nicht, ist jetzt gerade im gebastelt werden. Damit wird der Nachbau hoffentlich ein bisschen einfacher und es kostet auch nicht die Welt. Also sich so 10 Platinen in China machen zu lassen, kostet 4,50 Euro, in Deutschland ist es ein bisschen teurer. Aber wenn man da irgendwie wirklich basteln will und hat irgendwie 2 Freunde, die das auch haben wollen, das ist absolut bezahlbar. Wer es nicht will, lötet sich halt die Drähtchen da kreuz und quer mit. Und sowas geht immer. Kommen wir zu einer letzten Bonus-Stages, Publikation. Das macht einfach Spaß, wenn Leute solche Sachen dann anfangen nachzubauen. Das ist echt einer der lustigsten Dinge dabei. Einfachster Ansatz natürlich, man nimmt alles, was man gebaut hat, tut es auf GitHub. Ist bei mir ein bisschen schwieriger. Ich habe da ROMs drin, die nicht mir gehören, die ich nicht vertreiben kann. Dann schreibt man halt ein bisschen, wo man sie herkriegt und wie man damit umgeht, damit man es zu Hause nachbauen kann. Ein bisschen mehr Beschreibung in dem Fall, aber nachbaubar ist es problemlos. Videos auf YouTube ist klar, Beschreibung auf Hexer. Und dann kommen so die ersten Leute und bauen das dann auch nach. Und dann kann man natürlich klassische Wege gehen, irgendwo eine Make-Zeitschrift auftreiben, die es auch nochmal haben will. Oder einen Vortrag auf der GPN hat man auch noch 3 Leute, die es nachbasteln möchten. So, was dabei rauskommt, das ist jetzt seit 3, 4, 5 Monaten, dass ich so ein bisschen veröffentlicht habe, kommt prompt einer vor ein paar Wochen, der John Bradnam, kenne ich nicht, schreibt nur irgendwie unter dem Video drunter, habe ich auch gemacht, hat mir gefallen. Der hat keinen Lasercutter, fand das mit dem Lasercutter blöd, hat sich ein Plastikgehäuse ausgedacht. Sieht meinem recht ähnlich, also hat sich da sehr nah dran gehalten. Meine komische Joystick-Konstruktion war ich wohl nicht der Einzige, der ein bisschen Probleme damit hatte. Der hat tatsächlich, glaube ich, genau so einen Joystick genommen, wie er hier drauf ist. Also das ist so ein kleines Joystick, den könnt ihr gleich auch mal, wenn ihr wollt, anfassen. Ich finde es ein bisschen schwergängig. Ja, geht aber wohl doch. Hat er sich eine Platine für gebastelt, seine Version. Ist witzigerweise kompatibel. Also man kann seinen Joystick in mein Gehäuse bauen, meine Joysticks in sein Gehäuse. Hat er sehr nett gemacht. Aber das ist wirklich der Spaß dabei, dann, wenn die Leute anfangen, damit rumzubasteln. So, einmal noch. Jetzt sind wir langsam durch. Für die es interessiert, verwendete Tools. Das war alles Open Source. FreeCAD, so für 3D-Zeichnungen, Slicer Cura, also der die Daten für den 3D-Drucker vorbereitet hat, 2D-Cut, also diese Laservorlagen für den Lasercutter sind aus Inkscape,
Platinenentwurf war mit KiCad alles. Und die Arduino IDE hat es hauptsächlich gerissen. Diese Tools arbeiten tatsächlich sehr schön zusammen. Ich finde da links dieses Rendering, das ist wirklich prima. Also man kann die Daten aus dem einen FreeCAD, das Gehäuse exportieren und die Platine aus dem anderen Tool und die zusammenwerfen in 3D-Viewer. Und dann sieht man tatsächlich, die passen auch zusammen, die Dinger. Also unten ist die Platine mit ihren Löchern für die Schrauben, oben ist das 3D-gedruckte Teil mit den Löchern für die Schrauben. Und da sieht man dann tatsächlich, oh, es passt tatsächlich. Also die Löcher sind da, wo sie hingehören und es durchdringt sich nicht einfach. Finde ich vom Tooling tatsächlich total klasse. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man die geilsten Dinge damit machen. Weitere Talks zum Thema, wenn es wirklich interessiert, hier gibt es noch mehr zu solchen Dingen. Morgen, glaube ich, gibt es so ein Blinkenshopping, also der kauft solche Leuchtdioden ein, die so bunte Blinkereien machen, wie gerade. Es gibt auch ein zum Solder, also ein Lötle-Workshop, das muss man auch dafür können am Ende. Und es gibt auch für KiCad, also für dieses Elektronik-Cut-Programm, einen Workshop hier. Von daher, wen es interessiert, wer es lustig findet, kann einfach nahtlos die nächsten paar Tage hier weitermachen und lernen. Gut. Das war's für heute. Wem es tatsächlich gefallen hat, GitHub, alle Daten da, kann nachfragen, kann basteln. Und ich finde es cool, wenn Leute es erweitern und ihre eigenen Ideen umsetzen, neue Spiele drauf machen. Was weiß ich, was man da machen kann. That's it. Super, dann haben wir noch so 10 Minuten für Fragen. Ich würde es so machen, wenn es für dich okay ist, dass ich dir das Mikro gebe, die Leute melden sich und du wiederholst dann die Frage einfach nochmal vorher, dass man sie auch online irgendwie mitbekommt und dann kriegen wir vielleicht noch eine Frage mehr rein. Ja, super. Bitte. Genau. Du sagst und ich wiederhole. Du hast angesprochen, dass die Bandbreite zum Bildschirm ein bisschen knapp ist und dass du deshalb mit 30 Frames statt mit 60 machen musst. Musstest du dafür die ROMs in irgendeiner Form anpassen? Weil dir fehlt ja jeder zweite Frame. Oder berechnest du alle 60 Frames und lässt die nur weg? Oder? Genau. Die Frage war, da ich jetzt den Bildschirm nur halb so schnell laufen lasse, wie er eigentlich sollte, ob ich da am eigenen Spiel was verändern musste, dass er darauf ausgelegt ist, 60 Mal pro Sekunde ein neues Bild zu malen. An den Spielen kann ich kaum ändern. Also das ist Code, den zu debuggen und zu disassemblieren und zu verstehen. Also Gallagher ist tatsächlich ein bisschen dokumentiert, die anderen eigentlich gar nicht. Wäre theoretisch möglich, praktisch. Die sind sehr darauf ausgelegt, auf diese 60 Hertz. Also die ganzen Spiele machen eigentlich nichts anderes, als die ganze Zeit auf diesen Impuls vom Bildschirm zu warten. Die CPUs machen nichts, stehen still, kriegen diesen Impuls, neues Bild beginnt, dann rechnen sie einmal ein Bild durch und legen sich wieder schlafen. Die sind da sehr nah dran gebunden. Das ist, was meine Elektronik macht. Also der Prozess, der die Bilddarstellung macht, meldet immer nach einem halben Bild auch schon mal weitermachen. Das heißt, das Spiel selber glaubt, es läuft mit 60 Hertz. So viele Fragen. Du hast jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, für dein fertiges ein Board designt, wo drauf du das ESP-Dev-Board drauf hast, richtig? Genau. Warum hast du nicht ein Board gemacht, wo du dann den nackten ESP drauf lötest? Da ist es auch. Habe ich kurz drüber nachgedacht. Tatsächlich gibt es sogar ein fertiges Design, wo alles schön auf einer Platine ist. Achso, Frage wiederholen, genau. Entschuldigung. Die Frage war, warum ich so eine Aufsteckplatine für dieses Fertiggerät gemacht habe und nicht einfach ein komplett neues Gerät genau für meine Anwendung entworfen habe. Habe ich tatsächlich angefangen, so eine Platine, aber ich möchte, dass die Leute es einfach so nachbauen. Und hier muss man nur 3 Stecker drauflöten und kauft sich für 2 Euro irgendwo diese Platine. Das ist technisch zwar irgendwie aufwendiger und so ein Stapel aus mehreren Platinen eigentlich unnötig. Es ist für die Basse ist es viel einfacher zu benutzen, denn machen wir lieber die Simple-Version. Du hast noch? Ich habe Fragen zu der Audio-Ausgabe. Wir sind jetzt 24 Kilohertz. Ja. 240 MHz-Prozessor. Wo war da genau der Engpass? Okay, die Frage war, ich muss mit 24 Kilohertz Ton ausgeben, aber der Prozessor läuft mit 240 MHz. Das klingt ja trotzdem entspannt. Der macht nebenbei auch noch ganz viele andere Dinge. Das heißt, ihn irgendwie während seiner ganzen Videoverarbeitung schnell zu unterbrechen und so einen kleinen Audioschnipsel berechnen zu lassen, das war kaum handhabbar. Tatsächlich habe ich ein bisschen geschummelt. Der berechnet einfach immer eine Handvoll Frames vor. Also die Audio-CPU läuft eigentlich viel zu schnell, bis irgendein Puffer voll ist. Und dann weiß ich, okay, jetzt hat er erstmal Audio für die nächsten so und so viele Millisekunden und dann legt er die gesamte Audio-Hardware schlafen. Macht weiter, bis dann die Audioausgabe den Block tatsächlich abgespielt hat und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich mal wieder einen weiteren Audio berechnen lassen. Man muss so ein bisschen tricksen, dass es am Ende funktioniert, aber ja. Jetzt eigentlich, also
Du hast ja den Quellcode von den, nicht den Quellcode, den Binärcode, wenn du durchführst. Das heißt, man hat den sozusagen nur aus den Geräten, also der Hersteller von damals gibt das nicht raus. Die Frage ist, wo der Code herkommt. Also den gibt es nur als ausgelesene ROM-Baustein der Originalmaschinen. Von den Herstellern ist da nicht viel zu kriegen. Die gibt es ja auch teilweise gar nicht mehr. Also Namco hat das damals gebaut. Nintendo ist der einzige Laden, glaube ich, von denen, den es noch in der Form gibt. Also Donkey Kong ist von Nintendo. Viel Erfolg dabei, Nintendo zu fragen, ob du mal ihr Intellectual Property kriegen kannst. Da ist es, glaube ich, fast noch einfacher, bei den gestorbenen Firmen irgendwas aufzutreiben, als von denen, die noch leben. Aber auch da ist nicht viel zu holen. Es gibt Leute, die setzen sich hin und disassemblieren die und analysieren den Code und dokumentieren den. Für den Gallagher gibt's das. Das hilft auch sehr, für den anderen habe ich es nicht gefunden. Man hat nur diesen ROM-Code. Also man muss sich da teilweise auch sehr, sehr, sehr durchquälen. Also bei dem Dick Duck, der läuft ja einfach, der bleibt jetzt einfach stehen. Jetzt kann ich versuchen, irgendwie rauszukriegen, an welcher Stelle stehen diese drei Prozessoren und hoffentlich rauszukriegen, welcher von den dreien da auf irgendwas wartet, was ich falsch gemacht habe, damit es endlich weitergeht. Aber da ist nicht offiziell irgendwas zu kriegen. Oh, kannst du gern probieren. Also freuen sich sicherlich die Leute, wenn sie einen Originalcode kriegen. Noch was? Wir können, da hinten kommt noch einer. Du, komm. Wie viel Zeit ist da reingeflossen in das Projekt? Wie viel Zeit da reingeflossen ist? Angefangen habe ich kurz vor Weihnachten. Der Nachbar wollte im Publikum sitzen, ist er jetzt nicht, der ist wandern. Aber tatsächlich, der hat daneben gesessen, als ich das erste Mal drüber nachgedacht habe, Gallagher nachzubauen. Da saßen wir im Keller und wir haben mich tatsächlich die ersten Versuche, wir haben ChatGPT gefragt, wie Gallagher funktioniert. Und haben sehr schräge Antworten bekommen. Ja, tatsächlich, also Anfang Dezember, dann so ein bisschen über Weihnachten in Ruhe und ja, also so die Freizeit von ein paar Monaten ist es. Bitte? Du hast auf der letzten Folie dieses 3D-Render mit der Platine und dem Gehäuse für den Joystick. Mit welcher Software hast du diese zwei Die Frage ist, ich hab sowohl die Platine aus dem CAD-Programm gehabt, aus dem einen, als auch das Gehäuse aus dem anderen CAD-Programm und wie ich das jetzt zusammen in ein Bild gebracht habe. Der Trick ist, das Platinen-CAD-Programm kann ja sowieso, genau, KeyCAD kann ja sowieso Bauteile formen für den 3D-View importieren. Das ist nicht begrenzt. Also ich kann ihm sagen, diese Schraube ist nicht nur eine Schraube, diese Schraube ist das gesamte restliche Gehäuse. Das heißt, ich ordne einfach einem dieser vielen Bauteile auf der Platine das gesamte Gehäuse zu und dann rendert er es mir alles zusammen. Das hat auch den schönen Effekt, du kannst bei dem KeyCAD dann in der 3D-Anzeige kannst du einblenden, ob du nur Bauteile sehen willst, die SMD-Montage sind oder die durchgehen oder so weiter. Und du hast auch eine eigene Klasse für Bauteile, die gar keine Verbindung eigentlich zur Platine haben. Das heißt, du kannst, und die kannst du einzeln an- und ausblenden. Das heißt, du kannst in der Ansicht so das Gehäuse hin und weg klicken. Du kannst gucken, so, Gehäuse passt, klick weg, das Bauteil da drunter ist auch schön. Also kannst du die einzelnen Teile hin und weg machen und gucken, ob das alles passt und irgendwo reingucken. Das ist sehr cool, wenn man die Dinge einfach zusammen benutzen kann. Bitte? In der ursprünglichen Hardware hat ja das ROM auch auf die einzelnen Speicherbausteine zugegriffen. Also der Z80 muss ja dann auch die einzelnen Speicherbausteine auslesen. Wurde das auch emuliert? Also wurden die Speicherbausteine auch emuliert? Oder? Die Frage war, also in dem Originalgerät ist halt irgendwo die CPU und irgendwelche Speicherbausteine, ob ich die Speicherbausteine auch speziell emuliere. Da gibt es nicht wirklich was zu emulieren. Also aus der Emulation der CPU kommt irgendwann so ein Function Call raus, der heißt, lies mir Adresse 73 oder was auch immer. Und der erwartet einfach nur, dass an der Stelle dann der Inhalt von einem ROM-Speicher oder einem RAM-Speicher, was auch immer an der Stelle liegt, zurückkommt. Das heißt, da gibt es tatsächlich nicht viel zu emulieren. So eine Emulation von einem ROM ist einfach ein Array von ein paar Konstanten. Ist nicht viel. Bitte? Zwischen den CPUs? Genau, also die Frage ist, wie kommunizieren diese emulierte CPU und der Rest miteinander? Genauso. Also die CPU aus dem Emulationscode, den rufe ich einfach regelmäßig auf und der hat so ein paar Function Calls, die er macht, die man implementieren muss und da sagt er mal, ich will jetzt lesen und zwar von Speicheradresse so und so viel oder ich will schreiben an Speicheradresse so und so viel und das ist es dann auch. Also ich muss dann gucken, jetzt will er von Adresse lesen, das ist im Originalgerät ein ROM, also kriegt er ROM-Inhalt oder das ist Videospeicher, dann kriegt er Videoinhalt. Das ist relativ einfacher Code. Also das ist der einfachste Teil vom Ganzen. Ich glaube, da hinten war noch was, oder? Hatten wir noch eine Meldung? Sonst nehmen wir hier, bitte. Ja, nur eine kleine blöde Frage. Du hast oben drin die sieben LEDs. Hm? LEDs.
Sind das abtragbare LEDs und wie hast du da deine eigene Platine für 7 gemacht? Weil ich kenne die Sticks mit 8. Genau. Also die Frage ist, was da oben genau drin ist hinter den 7 Leuchtdioden. Das sind diese ganz normalen Feldwald- und Wiesen WS2812. Ja, ich kenne auch diese 8-teiligen Sticks und dachte, ich bestelle die mal, weil in China steht 5 cm breit im China-Versand. Und das Gehäuse ist exakt 5 cm breit. Und dann kommen die mit der Post, aber mit 5 cm meinen die 5 cm und 8 mm. Das ist ein Abschnitt von so einem 144 Leuchtdioden pro Meter Streifen und wenn du es nachrechnest, 7 Leuchtdioden bei 144 pro Meter, das sind genau 5 Zentimeter. Also deswegen auch der Verweis hier auf dieses Blinkenlights-Ding. Das ist genau die Leuchtdioden, die der da kauft. Ein bisschen lustig ist, was ich da drauf anzeige. Also hier ist jetzt relativ statisch, aber wenn man das Spiel laufen lässt, dann gehen sie aus. Aber sobald jetzt gleich Raumschiffe kommen, geht es wieder an. Was ich machen kann, ist, da ich die ganze Video-Hardware selber geschrieben habe, sehe ich ja auch, was der mit der Video-Hardware macht. Also ob der jetzt gerade das Raumschiff bewegen will und ob das weiße Raumschiff da ist oder ob das rote da ist oder ob der Pac-Man da ist oder seine Feinde. Kann man so ein bisschen oben das Spielgeschehen nachspielen lassen. Also wenn jetzt hier gleich, wenn er schießt, dann blinkt so ein bisschen. Also kann man, genau, man kann so ein bisschen Ambilight mit einem Arcade-Automaten spielen. Ja. Ich kriege das Zeichen, dass wir durch sind. Vielen Dank.